Herzlich willkommen zum Bauhaus Video Workshop Fliesen verlegen. Im ersten Schritt erfolgt die Analyse des Untergrundes. Sehen Sie sich den Untergrund genau in Bezug auf Trockenheit, Risse und Unebenheiten an. Um festzustellen, ob der Untergrund trocken ist, gibt es eine ganz einfache Methode. Hierzu benötigen Sie ein ca. 50 x 50 cm breites Stück Plastikfolie, zum Beispiel von einer Einkaufstüte, und Klebeband. Hat sich nach 24 Stunden unter der Plastiktüte Beschlagfeuchtigkeit gesammelt oder ist der Untergrund deutlich dunkler als der umgebende Boden, liegt eine beträchtliche Bodenfeuchte vor. Ziehen Sie in diesem Fall einen Fachmann hinzu, um eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen. Verfügt der Raum über eine Fußbodenheizung, ist dies für die Wahl des Fliesenklebers entscheidend. Risse im Untergrund werden mit Epoxidharz verschlossen. Beachten Sie die Herstellerangaben. Unebenheiten können durch Spachtelmasse beseitigt werden. Benutzen Sie zum Auftragen eine Spachteltraufe oder eine Glättkelle. Achten Sie auf die Herstellerangaben. Grundieren Sie die Fläche, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Tragen Sie den Tiefengrund bzw. die Haftbrücke mit einer Farbwalze oder einer Tapezierbürste gleichmäßig auf. Der Profi ermittelt die Anfangslinie, indem er den Raum wie folgt vermisst. Über die Mitte der Außenkanten wird der Raummittelpunkt ermittelt. Mit Schlagschnüren werden jetzt die Mittelpunkte des Raumes markiert. Die Schnüre dienen nun gewissermaßen als Leitfaden. Von der Mitte her wird nun verlegt. Dies ist die materialsparendste Art, Fliesen zu verlegen. Außerdem wird's schön gerade. Mischen Sie nun den Fliesenkleber nach Herstellerangaben an. Tragen Sie mit dem Zahnspachtel nur so viel Kleber auf, wie Sie in der offenen Zeit verarbeiten können. Beachten Sie auch hier die Herstellerangaben. Die Konsistenz des Fliesenklebers muss so sein, dass die Riefen selbstständig Bestand haben. Legen Sie jetzt an Ihrer Anfangslinie die erste Fliese an. Beginnen Sie in jedem Fall mit ganzen Fliesen. Legen Sie die Fliesen nicht einfach ein, sondern platzieren Sie sie zuerst etwas weiter vorne und schieben sie dann in dem Kleberbett an Ihren Bestimmungsort. Je nach Fliesentyp ist es angebracht, die Fliesen aus unterschiedlichen Kartons zu mischen, damit kein ungewolltes Muster entsteht. Zwischen den Fliesen werden die Fliesenkreuze eingesetzt. Diese können Sie entweder horizontal einlegen und später mitverfugen oder wie hier als Abstandhalter nutzen. Wer viel Erfahrung mit Fliesenlegen hat, verzichtet mitunter ganz auf dieses Hilfsmittel. In keinem Fall darf der Fliesenkleber in die Estrichfuge außen an der Wand gelangen, da sonst eine Schallbrücke entsteht, die eine Lärmbelästigung für Sie und Ihre Nachbarn bedeuten könnte. Außerdem kann sich der Estrich dann nicht mehr ausdehnen. Um den Abstand zur Wand einzuhalten, setzen Sie die Fliesenkreuze am Rand diagonal ein. Also nochmal. Fliesenkleber aufbringen und verteilen. Nun mit der gezahnten Seite Riefen in den Kleber bringen. Die Fliesen auflegen und mit seitlichem Druck ins Kleberbett schieben. Wenn der Fliesenkleber hier durch die Fuge austritt, sofort mit einem Werkzeug, zum Beispiel Schraubenzieher, aus der Fuge kratzen und mit einem sauberen Tuch nachreiben. Wenn der fest ist, kriegen Sie den nicht mehr so einfach daraus. Gehen Sie niemals über die frisch verlegten Fliesen, sie verrutschen sonst. Auch hier müssen Sie auf die Angaben des Kleberherstellers achten. In der Regel gilt hier ein Richtwert von 24 Stunden. Bei der letzten Fliese zur Wand messen Sie den Abstand abzüglich der Bewegungsfuge. Nun zuschneiden und einsetzen.
Bei auf den ersten Blick schwierigen Ecken und Kanten heißt es Ruhe bewahren. Zeichnen Sie die Ecke sorgfältig an und bringen Sie die Fliese mit einem Fliesenschneider oder einem Trennschleifer in die gewünschte Form. Die beste Art, Fliesen zu schneiden, ist ein elektrisch betriebener Fliesenschneider. Hier gibt es ganz unspektakulär ganz gerade Schnitte. Entfernen Sie zuerst die Fliesenkreuze und fegen Sie den Boden dann ganz sauber. Mischen Sie nach Herstellerangaben so viel Fugenmaterial an, wie Sie in der offenen Zeit verarbeiten können. Arbeiten Sie nun das Fugenmaterial zunächst mit einem Fugengummi in die Fugen. In dem Bereich zwischen Estrichfuge und Wand kommt kein Fugenmaterial, da sonst ebenfalls eine Schallbrücke entsteht. Nach wenigen Minuten sollte das Material wieder zusammengeschoben und entfernt werden. So werden die Fliesen zugleich vorgereinigt. Füllen Sie hierbei einen Eimer mit klarem Wasser und beginnen Sie, nachdem das Fugenmaterial angezogen hat, mit kreisförmigen Bewegungen das überschüssige Fugenmaterial zu entfernen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis nahezu kein Zementschleier mehr zu sehen ist. Korrekt ist, wenn die Fuge wie hier ein wenig unter der Höhe der Fliese steht. Hier gilt, lieber den Schwamm einmal mehr auswaschen als zu wenig. Später kann mit geeigneten Reinigungsmitteln der Zementschleier von Ihren Fliesen entfernt werden. Auch hier ist Ihnen Ihr Bauhausfachberater behilflich. Randabschlüsse lassen sich am besten mit Silikon verschließen. Viel Spaß beim Fliesenlegen wünscht Ihnen Ihr Bauhaus-Team. Holen Sie sich in Ihrem Bauhausfachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!